Es geht weiter mit dem Schüchchen für den Düsenbuben. Wir sind jetzt dabei, hier die untere Sohle zu stricken. Wir haben jetzt nochmal die restlichen 2, 4, 5 Reihen hier fertig gehäkelt. Die vorderen 15 Maschen haben wir nicht abgekettet, die restlichen Maschen werden abgekettet. So, mit den 15 Maschen werden wir jetzt diese Sohle stricken. Wir stricken jede Reihe rechts, hintere Reihe, Rückreihe wird rechts gestrickt. Wir stricken weiter mit dem braunen Faden und rechts. Nächste Reihe auch rechts. Und so geht das denn weiter, bis wir zum Schluss hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 32, 34, 36, 38 Reihen rechts gestrickt haben, ketten wir die letzte Reihe ab. So sieht man hier die Sohle. Wir drehen es einmal um und nähen die Sohle mit einer dicken Stopfnadel an. Hier ist es ja dran. Wir fangen hier an den Seiten an. Anlegen. Man kann hier so einfach das zusammennähen, indem man den Wolle immer aufwickelt. Man kann, wenn man möchte, mit Nadel noch alles befestigen, dann hat man es gerade. Einfach an den Seiten zusammennähen. Ich drehe einmal um. So sieht man's. Einmal drumherum, dann habt ihr die Sohle fertig, wie bei diesem. Dann ist der Schuh auch soweit fertig gestrickt. Viel Spaß beim Nachstricken!